Recht herzlich willkommen zur 227. Folge von City Skylines. Ja, bevor ich es vergesse, da schreibe ich mal gleich mir das hinter die Ohren, dass ich den Seahawk LP nenne, der da eine Frage hatte, und zwar, ob es egal ist, dass man so viele Leichen hier im Laden hat. Also hier sind überall welche. Nee, das ist nicht egal. Ist schon relativ wichtig, dass man sich darum kümmert, dass es nicht so viele Leichen gibt, weil die Nachbarn, die sind dann nicht amused, wenn es da so komisch riecht, und ziehen dann auch aus. Dann stehen nämlich diese Häuser irgendwann leer, weil die ziehen alle weg. Nur muss man immer gucken, dass man dann hier die Friedhöfe natürlich, Räumung beendet, wieder öffnet, damit dann auch abtransportiert werden, weil jeder Friedhof hat ja hier irgendwie, wo stehen sie? Leichenwagen, da, einer von 10 ist jetzt gerade im Einsatz oder nicht da? Ne, in Verwendung, also 2 von 10. Da läuft's mich gerade erst wieder. Und das muss man natürlich alles im Auge behalten. Das ganze Micromanagement ist schon sehr, sehr intensiv hier in dem Spiel. Hier ist auch wieder was. Mülldeponie ist es diesmal. Kein Platz mehr, muss also geräumt werden. Können da ja mal gerade durchgucken. Hier sieht's so aus, dass dann wieder was frei ist. Dann machen wir das mal auch schnell auf. Dann fahren die Müllwagen wieder. Da ist nämlich das gleiche in grün. Wenn dann irgendwann der Müll nicht abgeholt wird, fängt es an zu gammeln. Wenn es anfängt zu gammeln, gehen die Bewohner leider auch flöten. Also muss man das alles im Auge behalten, und das ist gar nicht mal ohne. So, hier ist auch wieder ein Friedhof. Ne? Ja, kein Platz mehr. Da müssen wir dann dazu sehen, dass ein Platz wird. Also es ist schon sehr intensiv zu bearbeiten hier, dass das läuft. Was ist das? Das ist ein Güterbahnhof, den wir da aushaben. Okay. Da fehlt ein Arbeiter. Ist hier irgendwas? Nee, hier ist nichts. Also hier sind überall, wie man sieht, Verstorbene, die nicht abtransportiert werden. Da muss man halt gucken, dass das wieder läuft. Und ja, da fehlt Ware, glaube ich. Hier ist ein Park. Muss man natürlich irgendwo auch die Friedhöfe zum Beispiel finden. Also da ist am besten eigentlich immer die Ansicht zu wechseln. Hier auf Gesundheit gehen, dann auf Friedhöfe. Dann siehst du sofort, ne, wo sie sind. Doof ist nur, du musst jetzt umschalten wieder auf die normale Ansicht, um dann hier den Friedhof auch wieder anwählen zu können. Ne? So, da machen wir auch auf. Hier sind nochmal 2, die aber wohl funktionieren. Kann man auch reinsehen. Hier sind 1,3 von 3 drauf. Hier 1,5 von 3 läuft, ne? Und dann wieder in die Ansicht rein, dann kann sie wieder die Friedhöfe sehen. Geht besser. Hier wird geräumt, da ist beendet, da können wir auch wieder einen freigeben. Ja, gut. Krematorien sind das, das ist ein Friedhof. Hier haben wir die schon gesehen. Da, der wird geräumt. Da waren wir eben. Das ist okay. Hier gibt's einen, der geräumt wird. Hier ist Räumung vonnöten. Dann wieder da rein. Weiter gucken. Da ist okay. Da wird Räumung benötigt. So, wieder hier rein. Da wird Räumung benötigt. Da können wir wieder freigeben auch. Also es hält sich hier so ein bisschen die Waage mit, die, die frei sind und die, die gemacht werden müssen. Ne? Hier ist jetzt die Mülldeponie. Da können wir auch was machen. Machen wir gleich mit. So, das läuft. Dann wieder hier rein. Da ist okay. Hier ist wieder was zu machen. Der eine ist voll, der andere ist leer. Also läuft's. Und wieder hier hin. Da waren wir wohl schon. Der ist okay. Der ist okay. Hier sind Krematorien. Da ist ein Friedhof, der wird geräumt. Hier muss geräumt werden. Läuft wieder. So, da waren wir. Gehen wir auf der anderen Flussseite, glaub. Da wird geräumt. Da ist einer. Da kann was gemacht werden. Nämlich wieder
benutzbar. Räumung beendet. Da ist auch Räumung beendet. So, dann läuft es da auch wieder ein bisschen besser, ne? Da ist einer, der ist aber okay. Da ist Räumung beendet. Und weiter, Krematorium, da muss geräumt werden. Und läuft wieder. Das haben wir schon, oder das ist noch nicht so weit, sagen wir es so. Ja, dann ist das schon geklärt. Gehen wir mal gerade einmal hier rein. Machen wir das so. Den auch, und da haben wir noch einen. Da wird geräumt dann jetzt. Das ist alles gut. Das läuft. So, wo waren die anderen Felder? Sind hier, die haben wir gemacht, und irgendwo war aber noch was, oder? Vertue ich mich jetzt, ne? Ich glaube, ich vertue mich. Doch, hier oben war noch was da, aber die haben wir schon gemacht, ne? Ja, passt. Gut, dann haben wir jetzt Müll und Friedhöfe gemacht. So, jetzt waren wir zuletzt aber bei der Straßenbahnlinie eigentlich stehen geblieben, die da hier irgendwo rumfuhr, ne? Oh, hier sind aber viele Häuser jetzt leer stehen, ne? Das ist auch der Punkt, ne? Machen wir hier den Strom an. Da sieht man die einfach besser, ne? Und dann den Bagger an. Und dann sieht man hier, was alles leer steht. Und wenn man das freiräumt, dann freuen sich die Nachbarn, dass das Grundstück nicht mit so einem schäbigen Haus ist, sondern dass es leer, also das Grundstück leer ist. Da freuen die sich. Ich glaube, da war gerade ein Fehler, den ich gemacht habe. So läuft's besser eigentlich, ne? Na, und wie man sieht, es sind alles hier die Totenzeichen drüber. Das heißt, die Häuser sind leer, weil wir keine Beerdigung gemacht haben, ne? Und die werden hier auch noch welche wieder mehr werden, ne, weil die switchen irgendwann um, weil, boah, ich will hier nicht wohnen, weil die Nachbarwohnung stinkt so komisch. Und so sind wir dann hier auch mit der, oh, hatten wir nicht letztens 120.000? Und wir sind ganz viel mit miesem Geld da unterwegs auch. Und das macht das Micromanagement aus, ne? Das ist nicht gut. Deswegen müssen wir jetzt hier ein bisschen aufräumen. Schade, da waren zwei Häuser dran, ne? Da ist auch noch eins. Ja, das wird halt auch so sein, dass diese auch leer werden. Aber die Zeichen werden, glaube ich, weniger, kann das sein? Oder täuscht das nur? So, hier haben wir schon aufgeräumt. Jetzt hier weiter. Ja, jetzt habe ich da öfters, ist irgendwie komisch, wenn man manchmal draufklickt, dann gehen automatisch zwei Häuser weg. Ich kann es auch gar nicht so wie hier gerade, ne? Das ist so ganz komisch, dass das zwei sind. Erst habe ich immer gedacht, das wäre die Maus, aber ich glaube, es ist das Programm, was so schäbig programmiert ist, dass das zwei wegreißt. Doof ist es halt immer nur, wenn man dann eine Straße dabei aus Versehen erwischt und das gar nicht merkt, ne? Dann hat man immer gleich ein ganzes Stadtviertel brach liegen. Hier werden jetzt
Dingens frei wegen fehlender Arbeiter, ne? Da sind jetzt ja keine Toten, sondern die fehlenden Arbeiter das Problem. Ja, da braucht man Ungebildete. Das heißt, du musst irgendwo ein Wohnviertel haben, wo keiner eine Schule hat, ne? Ist auch ein bisschen doof, ne? Es sind halt keine deutschen Verhältnisse, wo jeder eine Schulbildung haben sollte. Wo ist jetzt das hier? Ah, da. Da bauen schon welche wieder was Neues. Ja, die werden da auch noch alle wegziehen, weil da die Arbeiter fehlen. Da können wir jetzt gerade nicht so viel dran machen. Also könnte man auch schon was dran machen, klar, aber ne? Hier ist jetzt wieder Wohnviertel, da liegt es dann an den Friedhöfen bzw. den Toten. Hatte ich schon wieder Angst, dass ich die Straße erwischt habe. Ich glaube, da hatte ich gerade einen Baum erwischt. Ja, hier ist jetzt gerade wieder nichts los. Wir haben auch nur noch 87. Die Leute ziehen gerade wie bekloppt weg. Aber was willst du machen? Kannst du jetzt gerade nichts dran ändern, nur aufräumen. Der ÖPNV muss jetzt wieder warten. Ist das auch leer stehen? Ne, ist gerade neu geworden wohl. Komme gar nicht so dagegen, ne, wie die da jetzt gerade hier weg werden. Ich habe doch hier schon aufgeräumt, oder? Ah, das sind hier die leerstehenden Wohnungen. So. Das wird frisch gebaut. Ja, ich kann hier nicht alle machen. Das ist ja schon wieder eins dabei gewesen, ne? Und die anderen werden auch noch dazu kommen. Und ich gehe ins nächste Viertel, weil hier sind auch reichlich Häuser, die leer stehen. Ja, der Seahawk LP, der sieht ja jetzt hier gerade, was du machen musst. Damit du das nicht hast, was ich jetzt hier habe, nämlich immer schön auf deine Friedhöfe aufpassen. Weil das hier, dass die ganzen Viertel da stehen, liegt einfach nur daran, dass die Friedhöfe nicht funktioniert haben. Wahrscheinlich, also die Leichen nicht abgeholt wurden. Ja, und es sind immer wieder welche da, wo du nachlegen musst. So, hier müssen wir jetzt aufpassen, obwohl das ist hier da verbunden. Ja, und wenn ich das wegreiße, habe ich da keinen Strom mehr. Das heißt, das eine muss auf jeden Fall bleiben.
das jetzt wegmache, ist diese Verbindung gekappt. Hole ich die Verbindung darüber ab. Also, so siehst du, das ist weg. Jetzt ist hier die Verbindung weg. Aber ich hätte noch eine Alternative da, ja. Da noch, dort noch, da noch. Ist noch keiner wieder zugekommen da. Da wächst schon wieder einer. Da ist die Verbindung knapp. Hier haben wir so einen hohen Turm. Ja, 86.000. Immer noch ziehen die Leute weg. Wir müssen gleich mal gucken, ob diese Probleme die einzigsten sind, die wir haben. Da war leider eins bei, was nicht hätte abgerissen werden sollen. Da kriege ich dieses jetzt, ja. Und hier ist Industrie, die waren wahrscheinlich wegen fehlender Arbeiter wieder hier unterwegs. So. Hier hinten haben wir noch ein paar Wohnhäuser, glaube ich. So, haben wir auch wieder durchforstet. Okay, da fällt jetzt der Strom, weiß ich nicht woher. Doch, das geht alles so rum, alles gut. Ja, hier haben wir schon geforstet, ne? Kommen halt immer wieder welche noch nach. Boah. Waren wir hier schon? Ja, da waren wir eigentlich schon. Das sind die nächsten, die da schon wieder. Meine Güte, das ist so viel. Boah, hier ziehen aber ganz viele gerade weg, ne? Schwierig. Kommen jetzt auch gerade nicht gut nach, ne? Ja, ohne Ende kranker.
Hier sind dann auch wieder welche, die dann noch sterben werden. So. Überall. Ich komme da gar nicht gegen an, ne? Jetzt haben wir 86,3. Geisterstadt nennt man das dann am Ende, ne? Shit, das war das Falsche, aber ist egal, passiert schon mal. Mit den beiden und die kriegen wahrscheinlich gleich Strom, ne? Das wird gebaut, genau so sieht's aus. Ja, ist nicht wenig, was hier gerade passiert, ne? Ja, so geht das die ganze Zeit weiter. Und so kriegt man eine Folge mit Abriss voll. Ja. Hier sieht man, da kommen noch wieder welche und noch und nöcher und ja, aber ich glaube die Zahl, nee, es sinkt noch tierisch stark hier. Wir sind auch schon am viel Geld verlieren. Keine Ahnung, wo jetzt hier der Boden dann wegfällt. Ne, geht, reißt auf jeden Fall riesige Sachen, Löcher ins Budget. Weiß nicht, wann es aufhört. Keine Ahnung. So, das können wir wieder starten hier. Ha. Kein Platz mehr. War schon so richtig, ne? Ja, jetzt passt's. Ja. Da ist schon wieder eins. Irgendwann fängt sich das dann vielleicht. Und dann sind die auch alle gut wieder. Und dann kommen die Leute auch wieder vielleicht, ne? Nur wann? Wann kommen sie wieder? Sollen wir noch Friedhöfe bauen? Gute Frage, ne? Rein theoretisch sieht das so aus, aber hier der Graf, den es hier irgendwo gibt, der sagt dann wieder was anderes, ne?
Auslastung nur 50%, ne? Krematorien sind aber schon überlastet. Das heißt, da müssten wir eher was machen. Ja. Da ist schon eins. Kann man hier noch eins hinbauen. Da ist ein Friedhof. Da auch. Da ist ein Krematorium. Da kann was geräumt werden. Oder Räumung beendet ist es vielmehr, ne? Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist die Sauna. Ja, da ist auch wieder einer zu räumen. Ja, wo sollst du die alle hinbauen, ne? Das ist die Frage. Da sind Friedhöfe. Hier sind aber gerade keine Bauplätze. Hier ist ganz wichtig, was zu bauen. Die sind alle glücklich. Hier fehlt's auch. Tja. Wie geht's eigentlich, ne? Aber wisst ihr was? Wir müssen erst hier die Folge beenden. Und wenn wir das gemacht haben, dann. Komm, das können wir sowieso machen. Passt. Ja. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das. Und einen Daumen hoch würde mir auch gefallen. Und ja, nächste Folge machen wir dann weiter, ne? Ich bedanke mich und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.